jetzt kommen wir zur Runde nach dem Mittagessen, wo es um die Unternehmensperspektiven geht, was Unternehmen denn im Bereich Biodiversität bereits leisten. Und da haben wir Monika Hachtel vom NABU, sie ist Partner im REWE-Projekt ProPlanet, Peter Lukas von Heidelberg Zement AG und Lütgerath Decking von der RSAG, die einmal jetzt zu mir nach oben bitten und auch einmal noch mal kurz sich und ihre Projekte vorstellen, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, wie Frau Lampadius gesagt hat, ich bin vom NABU, also dem größten Naturschutzverein in Deutschland, und wir haben seit einigen Jahren eine Kooperation mit REWE. Und uns geht es tatsächlich um das letzte Glied der Kette, nämlich die praktische Umsetzung. Wie bekomme ich wirklich mehr Biodiversität und natürlich auch da entsprechend mehr Insekten in die Landschaft? Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass es eine gewisse Erosion gibt. Also es gibt eine sehr, sehr gute Forschung, auch international. Es gibt Planungen, Konzepte, auch Konferenzen. Aber in der Landschaft kommt manchmal ein bisschen wenig an, finde ich. Also wir müssen jetzt, es ist ja 3 Minuten vor 12, wirklich, finde ich, ganz, ganz viel Zeit und Arbeit reinstecken, Blühstreifen zu entwickeln, Totholzhaufen anzulegen, wirklich in der Landschaft auch Lebensräume für Insekten und auch andere Tiere zu gestalten. Und das wäre so mein Punkt in meinem Barcamp. Wie kann man das erreichen? Welche Partner kann man finden? Was gibt es für gute Projekte? Woran scheitert es manchmal? Wie kann ich das Ganze in die Gesellschaft tragen? Also tatsächlich die praktische Umsetzung in der Landschaft. Mein Name ist Peter Lukas von Heidelberg Zement. Unser Unternehmen betreibt eine große Anzahl von Steinbrüchen weltweit, aber auch hier in Deutschland. Und diese Steinbrüche bieten einmalige Möglichkeiten, um Biodiversität dort zu entwickeln. Wir können aber nicht, wie wir gerne wollen, weil Rekultivierungspläne, weil die Behörden, weil die Öffentlichkeit uns häufig abverlangt, dass wir die ehemaligen Extraktionsflächen für konventionelle Landwirtschaft oder konventionelle Forstwirtschaft wieder zur Verfügung stellen. Wir haben Beispiele, und das werde ich später in meiner Präsentation auch kurz darstellen, wo wir wirklich in ganz besonderem Maße die Biodiversität fördern. Aber wie gesagt, wir können nicht. Und was können wir gemeinsam tun, um auf die Gesellschaft an sich, aber auch auf den Gesetzgeber einzuwirken, diese Flächen besser für die Biodiversität zu nutzen? Das ist der eine Punkt. Ich hätte noch einen zweiten Punkt. Wir haben auch die Möglichkeit, temporäre Biotope in ehemaligen Steinbrüchen anzulegen, aber das ist momentan gesetzlich extrem schwierig und eingeschränkt. Und da auch die Frage, was kann man machen, um diese Möglichkeit, speziell diese Möglichkeit, auch in der Zukunft vermehrt zu nutzen? Ja, mein Name ist Lütgerath Decking. Ich bin Geschäftsführerin einer kreiseigenen Abfallentsorgungsgesellschaft. Unser Thema sind vor allen Dingen Abfalldeponien, alte Abfalldeponien, die rekultiviert werden. Und wir tun sehr, sehr viel dafür, Biodiversität auf diesen Flächen zu entwickeln. Das ist eigentlich schon fast unser Standardprojekt in diesem Bereich. Und ich möchte Ihnen jetzt mal ein konkretes Beispiel vorstellen, eine sehr große Deponie, die eigentlich auch nur für Biodiversität vorgesehen war und wo aber jetzt noch weitere Anspruchsgruppen kommen und sagen, aber wir haben auch Anspruch und wir möchten auch diese Fläche nutzen. Und wie kann man diesen Konflikt eigentlich auflösen, dass es eben nicht nur um Biodiversität geht, sondern auch noch um die Ansprüche von Menschen? Kompromissen, ne? Also ich meine, es gibt immerhin das Greenway, ne, die ökologischen Vorrangflächen. Also ich denke, wenn es den Naturschutz nicht gegeben hätte. In unserem Barcamp war der Schwerpunkt auf Naturschutz in der Landwirtschaft. Das hatte natürlich damit zu tun, dass ich das REWE-Projekt vorgestellt habe, was sich ja in erster Linie mit Landwirten beschäftigt. Wir haben auch einen kleinen Exkurs in Gärten gemacht. Ach, das wäre eine gute Idee, genau, genau. Was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, weil ich eine ganz tolle professionelle Assistenz hatte und Frau Lampadius mit einer wunderbaren Schrift das aufgeschrieben hat, dann können Sie nämlich mit zwei, wir beide, ne? Genau. Nicht nur reden. Ja, einen kleinen Exkurs hatten wir auch natürlich in die wissenschaftliche Begleitung. Es wurde eigentlich als Konsens gesagt, dass beides gleichberechtigt nebeneinander stehen sollte, also Monitoring, Erfolgskontrolle und die praktische Umsetzung, dass man beides nicht vernachlässigen sollte. Ja, und dass man auch nicht bei den Landwirten stehen bleiben sollte, wobei die natürlich ein großes Potenzial haben, alleine darauf, aufgrund ihrer Flächen, dass man auf die Landwirte zugeht, dass man überlegt, welche Wertschätzung können sie haben, was haben sie vielleicht von solchen Maßnahmen, sei es jetzt Öffentlichkeitsarbeit oder auch eine finanzielle Unterstützung, aber dass man auch die Zivilgesellschaft einbindet.
dass man zum Beispiel bei VHS Vorträge hält, ja, und dass es kein Entweder-Oder geben soll bei Tun oder Wissen. Ja, und wichtiges Thema ist noch, dass wir natürlich mit dem REWE-Projekt schon punktuell arbeiten können und das auch in der Fläche sehen und sicherlich auch eine Förderung der Insekten auch betreiben. Aber dass es natürlich noch ganz andere Ansatzpunkte geben muss, zum Beispiel Agrarpolitik. Also dass, wenn die Grundbedingungen nicht stimmen, dass natürlich dann so lokale Aktionen dann ja, weniger wert sind oder nicht so durchgreifend sind. Das heißt, wenn man weiter in die Zukunft blicken will, dass natürlich auch die Agrarpolitik stark geändert werden muss und dass sich jeder einsetzen sollte dafür, dass es auch in der Politik ein Umdenken gibt. Genau, das war's von meinem Wahlkampf. Auch ich hoffe, dass ich jetzt, was mir niemand widerspricht, dass es das war, was wir besprochen haben. Sieht gut aus. Okay. Das Thema in meiner Gruppe war gewesen, welche Möglichkeiten sieht man, um die Öffentlichkeit und die Politik mehr auf die Biodiversitätsrealisierungsmöglichkeiten in ehemaligen Steinbrüchen, Steinbruchflächen hinzuweisen. Ganz generell, glaube ich, bestand Konsens in der Gruppe darüber, dass solche Flächen ein ganz großes Potenzial bieten. Warum? Weil sie sind abgetrennt, da marschiert nicht jeder ständig durch, da gibt es keine Hunde, die dort einfach jagen und was auch immer. Das heißt, da kann sich Natur wirklich von Grund auf neu entwickeln. Man hat in der Regel nackte Böden und da kann wirklich eine Menge, ist wirklich eine Menge Potenzial für Biodiversität sich zu entwickeln. Das sollte dann mit möglichst wenig menschlichem Eingriff gemacht werden. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Es sollte eben der Platz für die natürliche Sukzession dort geschaffen werden. Natürlich ist es notwendig, dass solche Konzepte auch in behördliche Pläne Eingang finden, also dass von Behördenseite die Möglichkeit überhaupt geschaffen wird, sowas zu realisieren und nicht, wie es in der Vergangenheit war, ich nenne das immer so schön, so Zinnsoldatenrekultivierung, also Kiefernschonungen, eine Reihe neben der anderen gepflanzt wird, sondern wirklich der Raum entsprechend für die natürliche Sukzession zur Verfügung gestellt wird. Da wurde auch darauf hingewiesen, es wäre sicherlich wichtig, wenn generell mal so dieser Planungswunsch der Menschen mal so ein bisschen zurückgefahren wird. Da wurde ein gutes Beispiel gebracht. Es gibt hier wohl in der Nähe eine natürliche Sukzessionsfläche in der Nähe von einem Fluss, unmittelbar daran, eine Wiese, die überflutet worden ist in der Vergangenheit und die dann Wasser aufnehmen kann. Und da gab es dann also wirklich Planungen, dieses Ding zuzubetonieren und da ein Rückhaltebecken anstelle dessen zu bauen. Was so ein bisschen an Schilder erinnert, von der Idee her. Und da muss man als Mensch einfach mal so ein bisschen sich zurücknehmen und vielleicht da andere Möglichkeiten. Aber letztendlich, die Quintessenz, glaube ich, war, dass es an uns selber liegt, als Unternehmen oder eben auch über die Verbände, die Interessengruppen, auf die Politik und auf die Behörden einzuwirken und denen wirklich zu erläutern, welchen Mehrwert es da gibt. Also unsere eigene Öffentlichkeitsarbeit. Aber dass eben nicht nur auf Politik und Behörden bezogen, sondern auch die allgemeine Öffentlichkeit mit einzubeziehen und Schulen und sogar schon Kindergärten in diese Informationen mit einzubinden. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass jemand ein Beispiel gebracht hat von einer DWD, wo wir mal vor vielen Jahren einen solchen Prozess beschrieben haben, dass der von seinen Kindern mit in die Schule genommen wurde und da großen Widerhall gefunden hat. Natürlich ist die Öffentlichkeitsarbeit für uns wichtig und ich muss jetzt mal hier auf meine zwei Bücher hinweisen, die ich mitgebracht habe. Wir bringen schon zu diesen Themen Bücher raus. Wir haben noch ein paar Bücher, also Sie können mich auch mal anmelden, dann kann ich Ihnen auch noch mal so ein Buch zuschicken, wo wir auf diese Problematik hinweisen. Also es wird schon eine Menge gemacht, aber vielleicht nicht wirklich zielgerichtet genug in die zwei von mir gerade angesprochenen Richtungen. Und das nehme ich jetzt als Ansporn, da in Zukunft auch mehr zu tun. Dankeschön. Ja, ich habe in meinem Barcamp ein Projekt vorgestellt einer großen Deponie, einer Deponiefläche von 30 Hektar, was wirklich eine sehr große Fläche ist. Wir als Entsorgungsunternehmen bisher
alte Deponien rekultivieren, indem wir sie dem Landschaftsschutz wieder zuführen, das heißt Flächen für Biodiversität herstellen, dort für Fauna und Flora sorgen und gerade bei dieser Fläche eben sehr viele Ansprüche von unterschiedlichen Anspruchsgruppen geltend gemacht worden sind. Da ist es tatsächlich so, dass da die Belegenheitsgemeinde, das spricht die Gemeinde, in der diese Deponie liegt, Ansprüche hat, sie möchte gerne Gewerbe haben auf diesem Bereich, dass Nachbarn gerne möchten, dass diese Fläche wieder für sie zugänglich ist. Sie haben jahrelang, jahrzehntelang unter der Nachbarschaft von Staub und Lärm gelitten und möchten das eben wieder für sich zurückhaben. Sie möchten dort Pferdehaltung betreiben, Freizeiteinrichtungen haben, aber auch andere Gruppen möchten gerne diese Fläche für sich für die Freizeitnutzung zur Verfügung haben. Naturschutzverbände möchten eigentlich das weiterhin wie ursprünglich geplant auch diese Fläche wieder für nur für die Biodiversität zur Verfügung steht. Es gibt aber auch Gruppen, Energiegenossenschaften, Energieträger, die gerne diese Fläche für erneuerbare Energien nutzen möchten und sagen, warum sollen wir eine große landwirtschaftlich genutzte Fläche zupflastern mit Solarzellen? Das können wir doch auf aufgelassenen Deponien machen. Das bietet sich doch viel eher an. Und diese Fläche hat dazu geführt, dass wir dort seit 8 Jahren nicht weiterkommen, weil immer eine Gruppe irgendwo ein Vetorecht hat und dann auch Veto eingelegt hat und wir überhaupt nicht zu einer Planung gekommen sind. Und die Lösung habe ich dann letztendlich darüber gefunden, dass ich alle Gruppen an einen Tisch geholt habe und das Ganze habe professionell moderieren lassen. Das hat ein ganzes Jahr gedauert. Wir haben mehrere Workshops gehabt. Es gab mehrere Ideen, die dann zum Schluss von diesem Moderator dann tatsächlich aufeinandergelegt worden sind. Und wir waren alle sehr skeptisch, ob das überhaupt zu einem Ergebnis kommt oder ob nicht alle eigentlich konträr gegeneinander stehen. Und wir waren überrascht, das passte. Es gibt jetzt Korridore für den Landschaftsschutz, wo sich Pflanzenarten, Tierarten entwickeln können, die diese benachbarten Naturschutzgebiete entsprechend vernetzen. Und dazwischen gibt es Inseln für die anderen Nutzungsflächen. Wir waren uns in der Gruppe aber auch einig, dass sich darin eigentlich ausdrückt eine sehr starke Konkurrenz der Flächenbeanspruchung. Und natürlich, Biodiversität ist ein ganz wichtiges Thema, aber die Menschen haben eben auch andere Ansprüche. Und da einen vernünftigen Ausgleich zu finden, das war das Ziel jetzt gerade für diese Fläche und das ist uns damit gelungen. Wir sind jetzt dabei, im Moment dieses Konzept, was eigentlich nur Leitplanken aufgesetzt hat, konkret mit Leben zu füllen. Und da sind die ersten 2 Unternehmen schon, die sich jetzt auf dieser Fläche etablieren wollen. Und wie gesagt, der Landschaftsschutz kommt an.